Zehntausende Besucher am Tag, über 1000 Autos und Showcars, heiße Miezen inklusive. Die Tuning World Bodensee. Europas größte Tuning-Event-Messe ist internationaler Treffpunkt für Autoenthusiasten. Die Tuning-Branche boomt. Rund 1,8 Milliarden Gesamtumsatz im größten Tuning-Markt Europas, Deutschland. Gleichzeitig stetig steigendes Exportgeschäft in die USA, China, Japan und Russland. Darunter auch immer mehr Tunerinnen. Die weiblichen Tuner spielen eine inzwischen gewichtige Rolle. Über mehrere Jahre hat sich das entwickelt. Und wir gehen heute davon aus, obwohl es keine wirklich absolut belastenden Zahlen dafür gibt, dass etwa 15-20% im Tuning weibliche Tuner sind. Fahrgestell an Fahrgestell. Ohne Tuning und Rennreifen geht's nicht. Mehr Bewerbungen als Stellplätze. 154 Clubstände versprühen den originalgetreuen Spirit der Autoclubs. Sie begeistern mit einer enormen Vielfalt an Tuning-Richtungen und Stilen. Sie sind die Juwelen im Schmuckkasten. 64 der besten Tuning-Geschosse aus ganz Europa. Miteinander treten sie in Wettbewerb in der inoffiziellen Europameisterschaft, dem European Tuning Showdown. Er ist komplett auf Track abgestimmt, also Rennsport, sehr viele Carbon-Teile und ihn zeichnet aus. Viele Leute haben nur einen Carbon-Spoiler oder Carbon-Spiegel. Er hat Carbon-Kotflügel, Carbon-Türen, Carbon-Dach, Carbon-Haube und also es ist wirklich absolutes Highlight. Auch aus Italien ist ein Highlight angereist. An Liebe zum Detail, abgestimmter Farbauswahl und hochwertigem Interieurdesign schwer zu übertreffen. Dieses Auto hier ist ein Auto, an dem ich alles verändert habe. Ich war 40 Jahre alt, als ich mit den Veränderungen fertig war. Vom Original ist wenig übrig geblieben. Verlockend? Absolut. Verrückt? Immer. Vergleichbar? Niemals. Die Tuning World Bodensee. Europas größte Tuning-Messe vom 5. bis 8. Mai.